Hallo und herzlich willkommen auf der Nutztierarche Sonntag. Ja, was ist die Woche passiert? Heute schon Donnerstag. Der Terminkalender die Woche war so rappelvoll, dass ich irgendwie gar nicht geschafft habe zu filmen, immer mal zwischendurch. Doch ein paar Sachen habe ich gefilmt, die gucken wir uns gleich zusammen mal an. Der Sonntag hat damit angefangen, dass wir unseren Schlepper umgebaut haben. Ich zeige euch mal eben, was wir gemacht haben. Genau, unser Schlepper hat jetzt Rundumkennleuchten bekommen. Zwei Stück, rechts und links, mit klappbarem Halter. Wir haben das am Sonntag beim Niklas in der Scheune gemacht. Wir haben das Dach runtergenommen, die Verkabelung geändert, alles steckbar gemacht, die Rundumkennleuchten am Dach angeschraubt, damit ich am Montag dann auch mit vernünftiger Beleuchtung zur Demo konnte. Das Zeitfenster für die Montage war aber so eng, dass wir kaum Zeit hatten. Also wir hatten 2,5 Stunden eingeplant. Ich hatte noch Termine Sonntagnachmittag, Niklas hatte noch was vor. Dann liefen dann auch ein paar Leute rum, die nicht unbedingt mit ins Video wollten oder sollten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir filmen beim nächsten Mal, wie das Dach abgebaut wird. War jetzt auch kein besonderes Hexenwerk. Insgesamt 18 Schrauben und Muttern. Dann ist das Dach runter, kann man so ganz gepflegt runterbauen. Wir werden das nochmal zeigen, weil ich ja noch die Arbeitsscheinwerfer und die Verkabelung der Arbeitsscheinwerfer ändern will. Dazu beim nächsten Mal mehr. Aber jetzt der Grund, warum wir das gemacht haben. Montag war Demo. Ich habe ein paar Bilder aufgenommen. Nicht zu viel, ich will euch nicht langweilen. Im Netz gibt es genug Informationen zu dem Thema. Aber einmal kurz, was bei uns auf der B1 hier zwischen Geseke und Soest los war. Sollen die Bedingungen fürs Bürgergeld verschärft und die Ticketsteuer für Führer? Und auf dem Rückweg hatte ich dann noch einen Unfall mit dem Schlepper. Miss auf so einem Wirtschaftsweg ein LKW entgegengekommen. Der fuhr schon ganz rechts. Ich fuhr auch ganz rechts. Trotzdem hat es geknallt. Die Spiegel sind aneinander gekommen. Naja, das ist halt jetzt passiert. Dumm gelaufen, Straße zu schmal. Ich habe jetzt einen neuen Spiegel bestellt. Sobald der da ist, werden wir den montieren. Und dann ist der Schlepper auch erstmal wieder repariert. Ja, den Rest der Woche haben wir damit verbracht, Holz zu sortieren, Holz zu stapeln, leere Kisten wegzufahren. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, weil ich gedacht habe, so filmreif ist das alles auch nicht. Aber die Teile für den Umbau vom Hoflader sind gekommen. Wir hatten ja einige Sachen bestellt, wisst ihr ja. Da haben wir jetzt die Sachen da, die jetzt wichtig sind. Das gucken wir uns gleich mal eben zusammen an. Und dann werden wir anfangen damit. Mal gucken, vielleicht gleich schon. Wenn wir mal sehen, erstmal muss ich jetzt das Holz vom Anhänger hier abladen. Das stelle ich jetzt an die Seite. Zwei Gitterboxen haben wir gestern noch geholt. Ja, und dann geht's gleich mal hier munter weiter.
das ist zumindest schon mal der Fridolin in Action. Da ist nämlich jetzt ein neues Strohbett gebaut. Und die Rosi schläft weiter. Aber keine Sorge, die sind immer mobil, die sind immer unterwegs den ganzen Tag. Jetzt habe ich mal schnell die Kamera genommen, um euch zu zeigen, dass der sich auch bewegen kann und nicht nur schläft. Baut sich ein Bett. Wegen der Gemütlichkeit. Jetzt sind sie sogar beide munter. Gibt's doch gar nicht. Ja, aber so ist das, wenn man denen neues Stroh reinschmeißt, wird gleich ein neues Bett gebaut. Darf ich vorstellen, Rosi und Frieden. So, die sind im Moment sehr unzufrieden, weil sie immer noch auf Diät sind. Also es gibt hier Schmalkost. Das macht sie nicht besonders glücklich, aber es nützt nichts. Guckt euch das mal an. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin wirklich mit diesem dreckigen Schlepper zur Demo gefahren, weil ich gedacht habe, man muss doch nicht hier Schaulaufen machen mit sauberen Schleppern. Ich bin vorher noch in der Rinderwiese gewesen, habe einen Ballen reingefahren, also mit dem dreckigen Trecker zur Demo, danach wieder nach Hause weitergearbeitet. Das ist, glaube ich, authentischer, als wenn wir alle nur mit sauberen, neu aussehenden Treckern da aufschlagen. Das ist nicht realistisch und hat mit dem wahren Landleben eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. So, und jetzt laden wir erstmal die beiden Holzkisten ab. Die Gurte habe ich schon abgemacht. Der Hoflader scharrt schon mit den Hufen. Also Attacke. Die kommen jetzt erstmal hier vom Anhänger runter und wir stellen die vor den Abbruch Wintergarten neben die andere Holzkiste.
Hier haben wir jetzt aus zwei halben und einer ganzen Kiste zwei volle Kisten gemacht. Ich habe die Plane drüber gelegt. Das kann jetzt hier schön zwischenlagern. Schubkarre ist voll. Dann haben wir hier erstmal wieder zwei Kisten voll mit Holz. Und da sieht man mal wieder Schüttraummeter und gepackter Meter. Ne? Die Kiste war drei Viertel voll Schüttraummeter. Jetzt habe ich eine halbe Kiste damit gepackt voll gemacht. Das ist halt der Unterschied. Hier am Graben haben wir jetzt da drei leere Kisten stehen. Da stehen fünf leere Kisten. Und da sind die oberen Kisten weg. Da stehen jetzt vier leere Kisten. So, also hier ist alles weg. Das hier vorne werden wir jetzt die Tage mal anfangen klein zu sägen mit der Kettensäge. Das in die Kisten schmeißen, dass es erstmal weg ist hier. Aber da seht ihr mal, hier ist nichts mehr mit Holz. Das alles verbraucht. Und wer sich gerade so ein bisschen über unsere Rodeofahrt gewundert hat beim Kistenabladen, das könnt ihr mal sehen. Hier bin ich zwei, dreimal bei Matsche mit dem Hoflader reingefahren, habe den hier geparkt. Ja, und dann haben wir es verpeilt, das wieder gerade zu ziehen. Ja, und dann kam der Frost. Und jetzt bei minus 8 Grad die letzte Nacht brauche ich auch nicht anfangen mit der Schippe oder der Schaufel, das durchgefroren, komplett. Und somit mussten wir jetzt halt einfach mal hier quer durchfahren und die Kisten abladen. Und da stelle ich mir jetzt vor, mit einem 1 Meter schmalen Hoflader und einer Kiste, die auf dem Niveau vom Anhänger hängt, war eh schon eine wackelige Geschichte, aber ich hatte keine Sekunde Angst, dass der umfällt, weil dafür ist er halt 1,56 Meter, nicht 7. Wir wollen ihn nicht breiter machen, als er ist. 1,56 Meter breit, das ist schon mal gar nicht schlecht. So, Holz ist jetzt abgeladen, die zwei vollen Kisten stehen hier vorne, damit ich nicht jedes Mal in die Matsche rennen muss. Und jetzt gucken wir uns mal zusammen die Ersatzteile an, die für den Hoflader gekommen sind. Und ich würde gerne als erstes mal die Spiegel tauschen. Damit starten wir jetzt mal, damit so nach und nach mal die Umbaumaßnahmen auch losgehen. Und ihr dann auch dabei seid, wenn wir anfangen, das umzubauen. So, jetzt könnt ihr das mal vernünftig sehen. Gerade war es ja viel zu hell. Da konnte man nur erahnen, wie die Rundumkennleuchten arbeiten. Wobei ich denke, dass jeder von euch weiß, wie die funktionieren. Aber jetzt seht ihr die mal im Einsatz am Schlepper. Ich bin jetzt mal mit euch ins Haus gegangen. Draußen haben wir es leider nicht geschafft, im Hellen noch irgendwas zu erledigen. Die Rinder hatten den Ballen leer, das Wasser bei den Rindern war leer. Vielleicht müssen wir noch die Schweine versorgen. Aber ich hatte ja versprochen, wir gucken uns die Teile an, die da sind, damit ihr mal grob abschätzen könnt, wie es weitergeht. Die Spiegel habe ich heute nicht mehr angebaut bekommen. Es ist halt schon finster. Ja, da haben wir die beiden Außenspiegel, die neuen. Und zwar ist jetzt Folgendes anders. Bei dem Spiegel, der jetzt verbaut ist, ist der Halter vom Spiegel genau fest hier angeschraubt. Das heißt, ich habe nur begrenzte Verstellmöglichkeiten und ich kann nichts sehen und kriege den Spiegel auch nicht hoch genug montiert. Hier ist jetzt ein separates Gelenk dran. Ich kann den also jetzt hier vernünftig festschrauben und kann den dann auch ordentlich einstellen und anders positionieren. Das werden wir morgen mal ausprobieren. Und dann bekommen wir erstmal zwei neue Außenspiegel an den Hoflader. Hier seht ihr jetzt unsere Hanauer Maus, so nennt sich dieses Gerät, wenn man dann von einem Gerät sprechen kann. Also im Prinzip ist so der Schlauch, erstmal dreht man aus dem Ventil den Ventileinsatz raus. Dann wird der Schlauch in den Reifen eingesteckt, den werde ich noch entsprechend kürzen, der ist nämlich nicht zu lang. Dann wird hier oben, da ist ein Gewinde drin, dieses Teil aufs Ventil geschraubt. Hier unten kommt ein Wasserschlauch drauf und dann läuft der ganze Kram schon mal im Wasserschlauch an, das Wasser läuft in den Reifen. Und hier ist so ein Auslassventil, das heißt, die Luft kann durch den Schlauch, durch das Ventil hier entweichen und der Reifen ist vollständig gefüllt, wenn hier Wasser rauskommt. So, vollständig wird er sowieso nicht gefüllt, wir füllen den Reifen mit 75% Wasser und 25% Luft. Das gucken wir uns aber dann zusammen an. Hier oben sind vier Ventileinsätze, die werden reingedreht, die sind extra für Wasser in den Reifenräder. Junge, was für ein Wort. Also wenn ich Wasser in den Reifen habe, brauche ich andere Ventileinsätze. Die sind da drin. Das ist einmal, um das Wasser besser in den Reifen zu kriegen und zum anderen, damit es auch vernünftig dicht wird. Ja, und ich habe ja ganz viele Hinweise von euch bekommen. Wenn du Wasser in die Räder machst, dann brauchst du Schläuche, weil bei der beim Frostschutz wird entweder Salz oder Magnesium verwandt, um den Frostschutz für das Wasser in den Reifen sicherzustellen. So weit, so gut. Dann habe ich mir einen Plan gemacht und habe gedacht, nee, du fängst jetzt nicht an, baust die Reifen alle ab, lässt da Schläuche einziehen, alles wieder Riesenaufwand. Machst du nicht, habe ein bisschen überlegt und dann fiel mir ein, Kühlerfrostschutz aus dem Auto dient ja nicht nur dem Frostschutz für das Kühlwasser, sondern gleichzeitig ist das Korrosionsschutz für die Motoren.
gibt ja Alu- oder Gussmotoren. So, und da habe ich mir jetzt entsprechende Frostschutzmittel geholt. Das pflegt gleichzeitig die Kühlerschläuche, sodass ich jetzt mit ganz normalem Kühlerfrostschutz aus dem Auto die Reifen befülle. Die Felge wird nicht angegriffen, Rostschutz, und der Reifen bleibt geschmeidig, weil die Kühlerschläuche gehen ja davon auch nicht kaputt. Also ich denke, das wird funktionieren. Und deswegen keine Schläuche in die Reifen, einfach nur Ventile einsetzen, Wasser auffüllen, Kühlflüssigkeit drauf, fertig. Wir werden den Hoflader vorher auf die Waage stellen, werden gucken, was der Hoflader ohne die Wasserfüllung wiegt, werden dann das Wasser einfüllen und werden dann nochmal zur Waage fahren, um dann am Ende zu wissen, wie viel Wasser wir eingefüllt haben. Wie das genau geht, wie ich diese 75% Wasserfüllung da reinbekomme, wie man das am optimalsten ausgleicht, damit es überall gleichmäßig ist. Das machen wir zusammen am Hoflader. Solange wie es friert, wird das nicht passieren. Aber sobald das nächste Woche Tauwetter ist, werden wir damit starten. Ja, und dann habe ich noch einen Betriebsstundenzähler bestellt, weil der Hoflader keinen Betriebsstundenzähler hat. Da hatte ich euch ja unten im Fußraum rechts so eine Anzeige gezeigt und hat gesagt, da wird wohl der Stundenzähler sitzen. So war ich zumindest der Annahme. Jetzt stellt sich raus, das ist ein Radio. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Bordcomputer mit den vielen Knöpfen. Da sitzt aber ein schönes, nicht funktionierendes Radio drin. Also es funktioniert, aber der Empfang ist halt nicht so doll. Ich habe auch noch gar keine Antenne am Hoflader gesehen oder gefunden. Also von daher wird es da wahrscheinlich dran liegen. Aber da ist ein Radio und kein Stundenzähler drin. Dann habe ich mit dem Verkäufer nochmal telefoniert. Der Hoflader hat keinen Stundenzähler. Ich möchte aber wissen, wie viele Stunden der gelaufen hat. Man will den ja vielleicht irgendwann auch mal wieder verkaufen. Und dann sollte man schon grob wissen, wie viele Betriebsstunden das sind. Also kommt da jetzt noch ein Betriebsstundenzähler rein, damit wir auch das sicher haben. Das Armaturenbrett müssen wir sowieso zerlegen. Da ist einmal eine Druckluftanzeige drin. Ich habe aber noch gar keine Druckluft gefunden. Also ist die Anzeige wahrscheinlich ohne Funktion. Dann kann da der Betriebsstundenzähler rein. Und dann ist eine Motortemperaturanzeige drin. Die zeigt permanent 40 Grad an. Da muss ich auch mal gucken, ob die nicht angeschlossen ist oder nicht richtig angeschlossen ist, ob die überhaupt funktioniert. Das werden wir sehen. Aber jetzt haben wir erstmal die Sachen angeguckt, die wir zeitnah verbauen. Und das werden wir in der nächsten Woche erledigen. Das war's dann aber auch mit diesem Video. Ich beeile mich jetzt, dass ich nicht allzu spät heute bin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag in alter Frische wieder. Ich beeile mich jetzt, damit ihr gleich was zu gucken habt. Schönen Abend euch allen und bis Sonntag. Tschüss.